Sini Tel Aviv, für mich ein totaler Hotspot im Levante. Levante ist dieser Kulturraum des Morgenlands, also das östliche Mittelmeer. Mein Name ist Maria. Ich arbeite in Frankfurt beim Zukunftsinstitut, bin dort zuständig für Events unter anderem und freue mich sehr, dass alle gekommen sind und wünsche uns heute sehr, sehr viel Spaß. Warum hier? Warum Tel Aviv? Und es hat angefangen mit Jotam Ottolenghi in London vor, was war das, 6, 7 Jahren. Lag das mir schon lange im Ohr und dann war ich dort mal essen und habe mir gedacht, das sieht alles so toll aus, okay, wie vieles in London. Und dann habe ich da hineingebissen in eines von diesen Salaten und mir ist der Atem stecken geblieben. Ja, ich bin Kreativdirektor in einer Hamburger Werbeagentur, betreue dort die Food-Kunden der Agentur und habe in meiner Freizeit noch einen Food- und Travel-Blog. Von daher war das quasi ein Pflichttermin, würde ich fast sagen. Der Food Report von Hanni Rützler ist bei mir auf dem Schreibtisch quasi Dauerarbeitsunterlage. Und jetzt sie kennenlernen zu können und mit ihr und durch sie eine fremde Foodkultur kennenzulernen, das ist einfach eine ganz tolle Sache. Bislang sind es ganz viele Bits und Pieces, wo ich gar noch nicht sagen kann, das ist das eine große Highlight. Ich nehme mit, dass hier ganz viele verschiedene Kulturen für sich in Anspruch nehmen, dass diese Foodkultur die ihre ist. Und das ist wieder spannend, weil Essen ja auch eine Ausweisfunktion hat. Und weil wir in Europa, in Deutschland ganz viel drüber reden, sag mir, was du isst und ich sag dir, wer du bist. Essen hat ist ein Religionsersatz mittlerweile quasi geworden. Durch das, was ich esse, drücke ich meine Persönlichkeit aus. Und das ist hier auf eine ganz andere Art auch der Fall. Und das finde ich sehr spannend. Ich bin selber Gastronom, habe ein eigenes Startup in der Streetfood-Branche und bin da sehr affin immer für neue Trends, für neue Geschmacksrichtungen und fand es spannend, sowohl sag jetzt mal, kulinarische Reise zu machen, aber auch kulturell was Neues zu entdecken, weil ich Israel nicht selber nicht gekannt habe. Und Hanni Rützler ist ja eine Koryphäe auf ihrem Gebiet, ja, mitunter mein Thema bei meiner Studienarbeit gewesen damals. Und und da hat er, wenn sie ruft, dann kommen wir natürlich gerne. During the years, forget about the internal parts. Because if you go to butcheries, you find only the, like we said, the fillet, the entrecote, the rump steak and stuff like this. The internal parts was lost. But if we take ourselves like 100 years ago, if you got on the animal, you have to eat it all. Because it's survival technique. So like she said, the internal parts, you eat fresh. And they taste amazing. So fresh, so sweet, a lot of flavor, a lot of blood. And it's actually a hunter food. Thank you.
developed countries, we see it the most. When we are paying a lot of money for good quality and fresh food, and it's getting worse and worse every day and day, it's like expensive, really, really expensive. Hat sich die Esskultur einfach sehr auf vielen Ebenen massiv verändert. Das eine ist die Mahlzeitenstruktur, das Mittagessen, früher die Hauptmahlzeiten, mitten im Tag, dreigängig, ist heute wie ein störender Mammut im Arbeitsfluss. Hier braucht es neue Gerichtsformen, nicht Snacks, aber auch nicht die klassischen Mahlzeiten. Und hier bietet zum Beispiel das Meze mit seinem hohen Anteil an sehr konvenienten Gerichten, aber auch eine Vielfalt an Produkten, die durchaus als ausgewogen und frisch gelten, eine Vielfalt und Antworten. Ich glaube, wir müssen uns damit auseinandersetzen, wie wir unseren Arbeitsalltag wieder kulinarischer gestalten und hier wirklich neue Lösungen finden, die uns vertraut sind, aber gleichzeitig auch inspirieren und unseren Arbeitsfluss in Zusammenhang mit der Lebensqualität und der kulinarischen Qualität unterstützen.